Okay, auch mal über Fußball ausrastern reinspicken. Ich glaube, wir haben hier größtenteils Interviews, wo dumme Fragen gestellt wurden, auf die Leute gar keinen Bock hatten. Hüb Stevens, Legende als erstes. Roman Wallner war lange nicht zu sehen vorhin. Hätten man vielleicht früher wechseln können oder sie werden wir. Ja, schon direkt respektlos. Da ging, glaube ich, Lichter gleich aus. Also, wenn dir jemand sagt, hättest du früher wechseln können, irgend so ein Reporter, so ein rasender Reporter, den du eigentlich gar nicht ernst nehmen kannst, wo du jetzt dich noch nach einer Niederlage hinstellen musst für so ein Interview, worauf du gar keinen Bock hast. Also will ich auch schießen. Ich würde jetzt sagen, es kommt auf die Spielweise drauf an, nicht wie viele Stürmer spielen. Einen zusätzlichen Stürmer bringen. Können Sie bitte die Frage nochmal wiederholen? Weil jetzt verstehe ich es wirklich nicht. Mit wie vielen Stürmer haben wir heute wieder gespielt? Bitte, wiederholen Sie. Offensivmänner, aber nicht. Offensiv haben wir mit drei Stürmer gespielt, meine Herr. Aber dass Sie das nicht sehen, da kann ich nichts für, ja? Vielleicht haben Sie ja. Bester Mann. Haare in die Augen hangen? Nee, ich weiß es nicht. Haare in den Augen! Alles Gute dem Weltmeisterteam Red Bull in der Formel 1. Guckt zu den Bayern. Absoluter Schwachsinn. Das sind irgendwie für mich so wirklich absolut blöde Journalistenfragen. Ich habe mich auf mein Spiel konzentriert. Warum soll ich rüberschauen? Was sie immer wieder da versuchen hineinzuinterpretieren. Wirklich, er geht mir völlig auf den Keks. Ich muss mich um meine Mannschaft kümmern, um mein Spiel kümmern. Nach dem Spiel kann ich rüberschauen, aber nicht während. Kann das auch in meinen Journalistenkopf reingehen oder soll ich dann noch schriftlich mitbringen? Bester Mann, ey. So was gibt's nicht mehr so häufig, ne? Aber inzwischen kriegt man ja auch richtig Media-Training von den Vereinen. Wie soll man auf Interviews antworten? Im besten Fall ja ehrlich einfach nur irgendwelche Antworten wie so ein Politiker raushauen, die man so oder so auslegen kann und sich immer gleich anhören. Ja. Trotz seines Anschlusstreffers. Bei diesem Interview weiß ich bis heute nicht, ob das echt ist oder nicht. Das ist doch nicht echt, oder? Ich dachte immer, es wäre fake. Hat es heute wieder nicht zum Sieg gereicht. Marco Kotz, das war sicherlich in großen Teilen nicht das, was Sie sich vorgestellt haben heute. Was hat gefehlt? Ja, keine Ahnung, wir waren hinten schlecht gestanden. Nach vorne ging es ziemlich schnell, aber im Endeffekt war ein komplettes Scheißspiel. Hat der Sieg der Bayern die Mannschaft vielleicht etwas verunsichert? Ja, wir schauen nur auf uns selbst. Alles andere ist uninteressant. Die Mannschaft hat sehr müde gewirkt heute. Ist es vielleicht mal an der Zeit, die Taktik mit Ihnen als einzige Spitze zu überdenken? Das bist du für ein Vogel, ey. Das ist nicht echt, oder? Ohne mich würden wir nächste Saison gegen Paderborn spielen oder was. Wahrscheinlich liegt es am Trainer, der uns die ganze Woche lang so dermaßen schleift, dass halt im Spiel nichts mehr übrig dafür ist. Dann habt ihr Scheiße. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Zurück zu dir ins Studio, Katrin. Gleich nochmal ganz genau. Ja, also wenn das kein V-Spiel ist, ja, leck mich am Arsch. Also das ist ein Korbflick sehen, bester Mann. Na ehrlich, wie kann man das nicht sehen? Fehlen mir ein bisschen die Worte. Also man sieht, dass sein Ellbogen ganz klar reingeht, dass ich ein Gesicht kriege und also. Nee, also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes zählen gehen, aber da vorne haben wir eine Zähne ganz klar 11 Meter. Wenn das nicht gepfiffen wird, passiert das gar nicht. Und wenn man das. Ja, okay. Er ist noch ein bisschen Ellbogen gerannt, aber ich weiß gar nicht. Hey, also ihr wurde anscheinend am Ende Handspiel gepfiffen, ne? Platz mir die Krawatte, ehrlich. Fühlen Sie sich betrogen um den sicher geglaubten Sieg? Betrogen, er spielt hier ein super Spiel. Ja, keine Ahnung, was der Schiri sich gedacht hat. Ich hoffe, der kann eine Woche nicht pennen. Aber er bleibt sonst ziemlich sachlich, ne? Also er beleidigt jetzt auch nicht. Hat zwar den coolen Cornflakes-Szenenspruch rausgehauen, aber er bleibt eigentlich sonst. Soll erstmal Kreisliga pfeifen und mal die Augen aufmachen, das ist ja eine absolute Frechheit. Bro. Seit wann kann man nicht einfach seine. Hier so, damit die alles lesen können. Denkst du immer noch, dass du alle Qualitäten hast, die dich zu so einem tollen Trainer machen? Okay. Look, my third season in Porto, I didn't have a third season. My third season in Inter, I didn't have a third season. My third season at Chelsea in the first time, I won the FA Cup. Okay. Bisher sehe ich noch nicht den Ausrast. Bisher wurde Mourinho nur dafür gedisst, dass er anscheinend immer in der dritten Saison bei den Teams, wo er ist, reinscheißt. Und er sagt, dass er entweder nicht mehr da war oder halt nicht reingeschissen hat bei den meisten Teams. The Carling Cup. Der Carling Cup muss man nicht. And I played the Champions League Semifinals. The third season in Real Madrid, I won the Super Cup. I lost the Cup Final. And
I went to the Champions League semifinals. These are my third seasons. So click Google instead of make stupid questions. Click Google and try to find. Now you spoke about the third season, and I'm telling you that the question is stupid because the third season is what I told you. Ben. No, I know the point. The point is that the question is stupid. Okay, der Punkt geht an Mourinho. Ben. I'm sorry. Eine Frage jetzt zum Schluss gehabt, und zwar ob. Vielleicht kann meine Cam jetzt wieder an die gewohnte Position setzen. So, da sind wir wieder. Sie nächste Saison mal für den VfB Stuttgart spielen. Können Sie sie beantworten? Wollen Sie mich verarschen oder wie? Nee, das ist ernst gemeint. Diese Antwort brauchen Sie mir nicht zu stellen. Nach Frage in Spielen. Oh my. Have some respect, man. Have some respect. Also ja, Kevin Kurani hat aus Versehen gesagt, diese Antwort brauchst du mir stellen statt die Frage. Aber braucht man nicht korrigieren, Bruder. Braucht man einfach nicht. Die Fans bewegt es. Und das war die Frage weitergegeben von den Fans. Mit Ohrkratzen. Ich antworte nicht auf seine Scheißfrage, ehrlich gesagt. Können Sie die Fans da nicht verstehen? Also, ich habe schon gesagt, wenn Sie andere Fragen machen, antworte ich gerne, aber nicht so eine Scheißfrage. Lothar Matthäus, was haben Sie denn dem Kuchto? Wir müssen darüber reden, es ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Nur für eine Richtung, gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns. Wie langsam, was hier gespielt wird. Wie er einfach so am Rage ist, man hört nichts, aber sieht man so, wie das Mikrofon so langsam ins Bild kommt und man ihn wieder hört. Wo man leistet, Samstagnachmittag, und ein Mann im Stadion so bringt die Spieler um ihre Leistung, um ihre Prämie, um alles. Und das ist eine absolute Frechheit. Und wenn da der DFB nicht langsam einschreitet gegen sowas, dann verstehe ich das nicht mehr. Vielleicht kriege ich eine Sperre, aber das muss mal gesagt werden. Das ist immer wieder das Gleiche, Woche für Woche. Und so gravieren wie heute, habe ich es in 15 Jahren Karriere noch nicht erlebt. Aber der Schiedsrichter war doch nicht nur schuld. Bitte? wie nicht nur Schiedsrichter schuld, was? Der war doch nicht nur schuld. Ich glaube, die Mannschaft hat hervorragend gespielt und man hat ja gesehen, was hier in den letzten 3 Minuten los war. Ja, wenn einem um 16 umgefallen wäre, hätte es einen Elfmeter gegeben für den KSC. Ja, okay, das Spiel hätte ich jetzt gerne gesehen, ey. Da will ich mal sehen, was da so passiert ist. Am Ende war das echt so ein geschobenes Spiel wie WM in, wo war das? Südkorea 2002, wo alles mal für die gepfiffen wurde. Das war auch legendäre Spiele. Dann doch. Was? Dann doch ein kleiner Verlust im Hinblick. Immer jedes Mal, wenn wir Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview. Ui, was passiert hier, bester Mann, ey. Ja, war schon lustig, aber ich kann die auch verstehen. Also erstmal hast du eigentlich gar keinen Bock, nach einer Niederlage, nach einem schlechten Match noch ein Interview zu geben, man muss es aber machen. Und dann kriegst du da solche Fragen, ne, was soll die Scheiße.